Hallo, ihr Süßen, willkommen zu einem neuen Video. Da mein Kanal jetzt auch mit Beauty und so kommt, zeige ich euch heute ein Unboxing-Video, und zwar der Pink Box für den Monat April. Es werden jetzt öfter solche Unboxing-Videos kommen. Okay, dann zeige ich euch jetzt erstmal, was da noch bei war, bevor wir in die Box reinschauen. Dann war hier dieses Duschgel dabei. Kein Duschgel, Body Lotion, sorry, von Playboy, Play It Sexy. Hier, dann waren da noch Zeitungen bei. Kann ich auch gleich zeigen. Und so ein Kosmetikbeutelchen in der Pinkbox. Finde ich ganz knuffig. Dann war hier noch eine Zeitung bei. Die kostet 3,50 €, Eat Smarter. Und dann noch Werbung von S. Oliver, ein Zalando-Gutschein und eine schöne Postkarte. So viel dazu. Ich habe gerade schon mal kurz die Pinkbox aufgemacht. Ich muss mich anders hinsetzen. Und kurz reingeguckt. Okay, dann machen wir die. Als ich reingeguckt habe, ist die Schleife auch schon auf. Dann macht man das hier auf. Und dann sieht man erstmal schwarz. Und so eine Karte bekommt man dabei und da steht dann noch was zu der Pinkbox drauf. Also, Body Lotion kostet, also das ist die Originalgröße, 400 Milliliter kosten 4,49 €. Ist das für richtig? Oh, ich krieg gar nicht auf. Die riecht so nach Kokos. Die ist randvoll. Okay, das nächste, was mir entgegenkommt, ist ein Fußspray Antitranspirant. Das ist eine Sondergröße. Na, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Das ist Sondergröße und kostet 150 Milliliter 3,30 €. Das tun wir in S. Das ist da drin, damit da nichts kaputt geht. Okay, dann kommt mir das hier entgegen, ein Slim Stick. Ja, gucke ich jetzt mal. Das ist eine Originalgröße. So, also, ja sorry, ich kenne mich leider nicht mit meiner neuen Kamera aus, deswegen. Und das ist die Originalgröße und diese 2 Milliliter, die hier drin sind, kosten 9 €. Puh, ganz schön teuer. Dann haben wir hier von, alles voller Flusen von dem Papierchen. Von Garnier, ich weiß nicht. Nee, kriege ich auch nicht hin, sorry. Von Garnier Miracle Skin Cream. Das ist eine Sondergröße, da kosten 50 Milliliter 11,95 €. Okay, dann geht's weiter. So. Parfüm, ja. Habe ich doch direkt richtig rausgenommen. Dann hier so ein Parfüm. Flakor ist eine Sondergröße. Da kosten, Achtung, 80 Milliliter 49 €. Das finde ich krass. Das ist das. Paul Roman, ja. Eau de Parfum. Steht da jetzt nicht drauf. Okay. Dann ist hier noch so ein Buch drin. Schreibt gar nicht. Das steht da nicht drauf. Das ist ein kleiner Roman. Dann geht's mal weiter. Ist hier noch was vom Universum? Und hier ist noch so ein Flyer vom Hydro-Transparent-Ding da. So, und jetzt. Okay. Okay. Und hier ist jetzt noch ein Axelpads 6er-Pack Sondergröße. Das sind so Dinger, die tut man sich dann ins Oberteil reinkleben und dann schwitzt man.
dann kommt man halt keine Schweißflecken dran. So aus. Und hier sind die drin. Da kosten 20 Stück 4,99 Euro. Und dann gibt es hier dann auch noch mal ein Deo. Flakon. So, das war es auch schon mit meinem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir doch mal in die Kommentare. Oh, schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.